Es hat große planetarische Verschiebungen gegeben, die sich auf viele in ihren Aufstiegs-Evolutionsstufen auswirken. Die Erde ist derzeit von einer großen Menge kollektiver Dunkelheit umgeben und das himmlische Eingreifen der höheren Reiche ist eingetroffen. Das göttliche Licht durchdringt die Dunkelheit und höhere Hilfe ist jetzt in Sicht. Fortgeschrittenes Licht und himmlische Wesen aus höheren Sphären überfluten die Erdatmosphäre, um für die Menschheit einzugreifen. Bislang war es kein fairer energetischer Kampf mit der Dunkelheit, weil die meisten Menschen noch nicht erkannt haben, dass sie in einer Kampfzone der Polarität und Dualität leben. Wenn du ein Lichtträger, ein Lichtarbeiter, ein Gitternetzarbeiter bist, wird dein Licht immer diejenigen auslösen, die noch in der Dunkelheit leben. Der Planet Erde erlebt energetische Aktivität an allen Fronten, energetisch, spirituell, physisch, mental und emotional. Dies ist ein bedeutender Wendepunkt für das Kollektiv und für jeden von uns als aufsteigende Individuen. Die Christus-Lichtcodes, die du verkörperst, aktivieren sich in tieferen zellulären Schichten und Ebenen, was das Bewusstsein in deinem physischen Gefäß anhebt, um die höheren Frequenzen des Lichts zu verkörpern. 3D und 5D haben sich endlich in zwei getrennte Welten auf diesem Planeten aufgeteilt, sodass es für niemanden mehr möglich ist, auf dem Zaun zu sitzen. Jetzt ist es an der Zeit, dein Licht, dein authentisches Selbst vollständig zu umarmen und die Verschmelzung mit der Energie der höheren Selbstquelle zu beginnen. In euren Systemen findet eine spirituelle und energetische Reinigung statt und auch Unterscheidungsvermögen und Demut sind extrem wichtige Tugenden, die es zu verkörpern gilt. Dieser globale, kollektive Bewusstseinswandel lässt sich weder leugnen noch aufhalten und viele spüren, wie er sich verstärkt. Diejenigen, die die innere Arbeit geleistet haben, die zur vollständigen Heilung und zur Überwindung einschränkender Glaubenssätze erforderlich ist, werden sich in beschleunigten Zeitlinien weiter vorwärts bewegen. Die höheren Energien geben Lichtcodes des Wissens der höheren Reiche an die aufsteigenden Menschen frei, um sie bei ihrem Aufstiegsprozess zu unterstützen. In den nächsten 6 Wochen wird es eine große Anzahl von Enthüllungen über das tiefere Bewusstsein und die Wahrheit des verborgenen Wissens geben. Einige, die gerade aufsteigen, haben in diesen Nächten vielleicht Schwierigkeiten zu schlafen, weil ihr Geist durch die erhöhte himmlische Präsenz aktiviert wird. Du bist ein göttliches Wesen, das sich darauf vorbereitet, höheres göttliches Wissen zu empfangen, während die aufsteigende Menschheit den Übergang zu einem höheren, herzbasierten Bewusstsein beschleunigt. Dies ist ein bedeutendes Ereignis auf der Erde, eine neue Geburt auf kollektiver Ebene und du bist ein großer Teil dieses Übergangs. Ihr seid die Vorreiter, die Anführer auf dem Gebiet des neuen Bewusstseins. Eure Seelen sind aufgerufen, diesen Prozess zu unterstützen und ihn auf den Wellen des Wandels, die Teil der Geburt dieser neuen Realität sind, voranzutreiben. Ein Prozess, der nicht immer leicht für euch sein wird. Die bewusste Reise durch das Leben ist gefüllt mit Wundern, Herausforderungen, gebrochenen Herzen, extremen Höhen und Tiefen, Feiern, besonderen Momenten und Erinnerungen, die unsere Erfahrung als aufsteigender Mensch bestimmen. Es sind diese Ereignisse, ob geplant oder unerwartet, die deine Reise beeinflussen
und deine höhere Bestimmung definieren. Sternensaaten, die größte Reise deines Lebens, wird die Reise in dein höheres Herz sein. Es ist die Rückkehr zu dem, was du zu Beginn deiner Existenz auf diesem Planeten warst, bevor der Verstand und die Welt der Gedanken deine Überzeugungen verdorben haben. Du wurdest in deinem Herzraum geboren, und dort befindet sich dein wahres Zuhause. Du kehrst zu deiner ursprünglichen Saat zurück, zurück zur Vorlage deines wahren Selbst. In letzter Zeit haben viele Aufsteigende eine Menge Upgrades und Erweiterungen erlebt, um die höheren Energien, die auf diesen aufsteigenden Planeten eindringen, zu assimilieren und zu integrieren. Alles, was ihr in eurem Aufstieg durchmacht, geschieht energetisch. Die jüngsten Aufstiegsaktivierungen haben sich für viele überwältigend angefühlt. Ihr bringt ein neues menschliches Gefährt zur Welt. Der alte Körper stellt sich auf die höheren Aufstiegsschichten auf diesem Planeten ein. Das bedeutet, dass mehr Licht in eure aurischen Felder eindringt, was zu inneren Störungen führt, zu Unruhe, die manchmal mit Angst verwechselt werden kann, und zu einer schnelleren Schwingung des Körpers als normal, was zu einem erhöhten Herzschlag und Rhythmus führt. Du nimmst höhere Energien wahr, die mit Lichtcodes und heruntergeladenen Informationen gefüllt sind. Alte Zyklen und karmische Bindungen werden im gesamten Kollektiv losgelassen und viele erwachen zu ihrer Erinnerung und ihrer wahren göttlichen Natur. Je mehr du zur Wahrheit erwachst, desto bewusster wirst du dir deiner inneren Muster, Konditionierungen, Traumata und Zyklen. Das Seelenkollektiv rund um den Globus wählt, diese Muster loszulassen und in eine völlig neue Art des Seins aufzusteigen. Auf diese Weise durchbrecht ihr als aufsteigendes Kollektiv die Muster und Leidenszyklen, die diesen Planeten seit Jahrhunderten plagen. Das aufsteigende Kollektiv steigt jetzt bewusst in eine völlig neue Energie auf. Ihr lasst los, was euch nicht mehr nützt, und verlasst eure Komfortzone. Das ist wichtig für höheres Wachstum und Transformation. Kleine, allmähliche Schritte zu machen, ist effektiv und wertvoll, um diesen Prozess zu navigieren. Für viele ist es an der Zeit, sich mit den wahren Wünschen ihrer Seele in Einklang zu bringen und ein Leben anzunehmen, das ihnen Erfüllung und Sinn gibt. Indem du dich auf diese radikale und revolutionäre Veränderung einlässt, betrittst du das Unbekannte und öffnest das aufsteigende Selbst für viele neue und abgestimmte Möglichkeiten und Erfahrungen, die zum höchsten Selbstpotenzial führen. Die gegenwärtigen kosmischen Energien versetzen dich in einen Reset, in einen Neustart-Modus. Das Vertraute wird sich nicht mehr gut genug anfühlen. Jahrelange Beziehungen und vergangene Bindungen werden möglicherweise in Frage gestellt. Es werden dir Dinge gezeigt, die dir helfen, die Illusionen zu überwinden, an denen du vielleicht lange festgehalten hast. Wenn du anfängst, über die Illusionen hinauszusehen, erkennst du, dass du gar nicht verrückt bist, sondern dass du weit über die Täuschung in dieser 3D-Welt hinaus aufsteigst. Es gibt aufsteigende Angehörige, die sich derzeit in einer unangenehmen Lebensphase befinden, in der das alte Selbst verschwunden ist, aber das neue Selbst noch nicht vollständig geboren wurde oder funktioniert. Das bedeutet, dass du dich inmitten einer großen Transformation deines Selbstbewusstseins befindest,
eine vorübergehende Phase der Wiedergeburt, die sich manchmal unangenehm anfühlen kann. Die Wahrheit: Das Universum ist in dir und birgt all das Potenzial und die Kraft, die du brauchst, um das Leben zu erschaffen, das du dir wünschst. Wenn du an die höhere Selbstführung glaubst, kannst du deine innere Stärke, dein Selbstvertrauen und deinen Wert nutzen, um deine Träume zu verwirklichen. In Wahrheit bist du die Schöpfung der Liebe der Quelle. Viele Menschen, die den Prozess des Aufstiegs durchlaufen, lassen alte Muster und Verhaltensweisen los, die tief in den Überlebensinstinkten verwurzelt waren. Viele umarmen jetzt die neue Version, die entsteht. Sie erschaffen aus einem Ort der Liebe, des Lichts und des Dienstes an anderen, die aufsteigen. Gechannelt im liebevollen Aufstiegsdienst von den Lichtarbeitern des Aufstiegs.